Also wenn du hier sitzt, dann wird das Video immer kritisch. Es gibt ja diese DIY-Lifehacks. Da geben sich richtig Mühe, was zu basteln, was das Leben einfacher machen soll, ja? Dinge, die das Leben unbeschwerter machen. Dinge, die dir helfen, das Leben einfacher zu bewältigen. TikTok, Facebook, überall gibt es halt auch auf YouTube. Riesig. Du guckst es wahrscheinlich auch. What the heck? 5-Minute-Hacks. Das ist super erfolgreich. Mega erfolgreich. Und deswegen sitzen wir beide Rentner hier und regen uns halt quasi auf. Ja. Ja. Und ich wette, dass man keins davon nachmachen will. Ich, wie du Hand of Blood Merch anhast und ich habe Dougie Merch. Best Friends einfach. Okay. So. Kennst du, ne? Kalt, das Wasser. Okay, was baut die jetzt aus Holz? Die macht das warm jetzt. Die Pool wird. Macht die warm. Ganz schnell. Hä? Hat sie schnell ihre Arbeitsklamotten haben angezogen. Haben wir die Heizung umsonst gekauft? Ja. Umsonst geschenkt bekommen, meine ich. Hey, was hat die vor? Ja, Poolheizung. Und da steht die da drunter. Was? Das bringt doch niemals was? Was ist das für eine Scheiße einfach? Nichts! Es bringt gar nichts. Es ist einfach ein Topf, der brennt. Und das ist wirklich ein Real? Ist es ein Meme oder ist es? Nee, ist kein Meme. Die sagen, macht das so, dann wird euer Pool warm. Ja, wenn draußen vielleicht 50 Grad Sonne ist. Warum? Und dann geht's rein, alles gut. Ist warm. Und das Ding schwimmt noch nicht mal mehr drin. Es ist komplett, komplett. Also, meinst du, das hat irgendwer nachgemacht? Und gesagt, wir kriegen unseren Pool warm. Niemand macht die Scheiße nach. Okay, ich kann es doch nicht verkaufen, sorry. Ich wusste nicht, dass es so ein Trash ist. So schlimm. Kannst du auch alleine machen. Was? Bötchen für Kleinkinder. Und Thomas? Warum steht da und Thomas? Guck mal, hier so ein Ding, hier so ein Körbchen. Ja, ja. Machst du so ein paar. Und da stecken die gleich ein Kind rein? Poolnudeln. Aber das könnte funktionieren. Das könnte niemals. Funktionieren. Jetzt guck mal, wie instabil das gerade war schon. Und die muss das jetzt die ganze Zeit festhalten, die Frau. Es gibt ja keine Szene, wo das Kind alleine in diesem Bötchen sitzt. Ja. Weißt du, wann du das baust? Wenn du dein Kind loswerden willst. Eindeutig eine Tötungsmaschine. I'm in danger. Warum gehst du überhaupt in den Pool, um nicht nass zu werden? Läuft da nicht so oder so Wasser rein? Untergehen wird's nicht, aber es wird kippen. Es ist so instabil. Sagst du instabil? Hä? Heißt nicht instabil, ich, ne? Hab nicht instabil gesagt. Du hast zweimal instabil gerade gesagt. Nein. Beim ersten Mal dachte ich so, okay, den einen Versprecher, den gönne ich dir noch. Instabil. Ja, instabil heißt das. Hab ich schon gesagt. Okay. Fußreinigung mal anders. Kennst du auch, ne? Wenn wir so durch den Garten auch, laufen, ja, hier. Ah, guck mal, ganze Partikel hier im Pool. Ja, willst du nicht haben. Hä, Digga, was machen die denn schon wieder? Die holen sich so eine Matte, what the fuck, das legen da Kugeln drauf, machen da dann Wasser drauf und putzen dann ihre Füße. Hä, das ist der Monster-Shit einfach. Aber man macht doch eigentlich, gehst dann zum Schlauch, machst ja. So. Ja, aber sagen wir mal so, um den Pool herum ist ja nur Erde. Wir haben zum Beispiel Granit so, aber ja, was machst du, wenn nur Erde ist? Dann brauchst du ja irgendwas da drunter. Ja, einen Schlauch. Und die hatte ja einen Schlauch. Die ist ja trotzdem ja, auf der Erde. Dann legst du dir ein Handtuch, eine Matte, irgendwas. Ein Handtuch wird aber doch... warum soll man sich dieses Plastikding da hinlegen? Ja, das ist halt strange. Und die halt. Füße dann drunter. Ja, ja, das ist strange. Wo hast du dieses Teil? Das ist ja nicht so ein Haushaltsmittel, das man irgendwie so hast. Merkt ihr das Ding, das ist scheinbar gerade irgendwie in? Weil was? Das siehst du gleich nochmal. Das ist, glaube ich, auch einfach gemacht für irgendwelche Fußfetischisten, glaube ich. Hundedusche. Guck mal jetzt. Okay, ja. Stell dir vor, Dobby ist hier und wir müssen den duschen im Garten. Ne? Dann nimmst du dir so einen Schlauch, bindest den Schlauch ja, hier ja. Dran. Das funktioniert. Ja, okay, das ist gar nicht mal so dumm. Das ist doch komplett dumm. Ja, warum? Du kannst auch diesen Wasserschlauch nehmen und auf den Hund richten. Ja, das ist schon so eine Carwash-Maschine. Also sie fühle ich schon. Wenn du die auf den Markt bringst, kauft die niemand. Safe. Du kannst damit zur Höhle wie heißt die Sendung? Höhle der Löwen? Ja, aber da ist doch Frank Thelen. Wer ist Frank Thelen? Das ist die Antwort. Und diese ganzen hier, diese Wasserstrahlen. Das ist auch nicht ist stark ja, genug, ist ja. Das ist ja Pipi so, das ja, ist ja nix. Ja, dann lieber so volle Pulle mit dem Strahlen, dann gehen auch die Zecken weg. Hochdruckreiniger. Hundeschuhe. Hundeschuhe, okay. Achte auf diese Pfütze. Oh, der Hund ist aber total unterernährt, oder? Nein. Help me! Help me! Okay, vielleicht. Jetzt rennt er durch, aber es war keine Pfütze. Es war Öl. Es war Erdöl einfach. Weißt du? Und wenn du mit deinem Hund draußen rumläufst, willst du ja nicht, dass dein Hund dreckige Füße kriegt. Menschen vielleicht, aber ja, keine ja. Hunde. Ja, natürlich nicht. Aber da gibt's einen Trick. Hä, was machen die wieder für einen Aufwand? Ah, okay, das ist smart. Das ist komplett dumm. Das ist so dumm. Er leidet es einfach noch mehr. Guck mal, der sieht doch nicht aus, als würde er sein Leben genießen. Nein. Klar, guck mal, der guckt dich doch so an, so, yo, ihr checkt schon, dass ich gerade gequält werde. Da wirst du doch ausgelacht von anderen Hundebesitzern, wenn du dem so Ballons und. Ja, der Hund wird ausgelacht von anderen Hunden, glaube ich. Ja, das auch. Hund richtig ablenken. Ja. Hier, guck mal, die will ihm die Zehennägel schneiden. Das mögen ja viele Hunde nicht. Es gibt einen Trick. Ich kenne mich wie Hunde jetzt nicht so ultra krass aus, deswegen. Ziehst du so eine Duschhaube auf? Mhm.
dann schmierst du dir da Honigbutter dran. Scheiße! Was machen die für eine Kacke? Ja. Und das sind Lifehacks? Ja. Und das funktioniert? Also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Oh mein Gott, Digga. Aber jetzt guck mal. Jetzt stell dir vor, du machst das und dann kommt jemand rein. Was denken die denn? Ich weiß nicht, wird nicht verhaften wahrscheinlich. Du kannst einfach einen Teller machen mit Essen und dann tust du irgendwo anders hin einfach. Und dann isst er halt, dann kannst du ja trotzdem schneiden. Die hätte den Teller auch hier aufs Sofa stellen können. Warum Duschhaube? Warum darauf essen? Warum den Kopf als Teller benutzen? Das macht keinen Sinn. Das ist komplett bescheuert. Kuriose Eye-Security-System, kurz KS. Ja, der ich hab's das nicht geschrieben. Ich hab's auch nicht geschrieben. Unser lustiger Cutter geschrieben. Ah ja, okay, dann wird er angezeigt. Ab in Knast! Oh, man kennt's natürlich. Man kennt's. Vor allem, merkt das jetzt erst. Guck mal hier, sie sitzt da. Also das hier sehe ich noch nicht mal bei so ganz kleinen, dreckigen Kindern. Es gibt ja immer dieses Kind, was immer voller Dreck ist im Gesicht. Du kennst das noch vom Spielplatz damals. Ich war nie auf dem Spielplatz. Wo warst du? Ich musste auf so Reisfarm arbeiten. Meine Mutter hat mich auch immer so geschlagen. Und... Aber guck mal, wie das auch billig hier drauf gemacht worden ist. Ja, und vor allem, guck doch mal, was ist das denn für eine? Wer ist denn so ein Eis? Ja. Dafür braucht man jetzt das Eye-Security-System, damit das nicht passiert. Jetzt kommt's, Alter. Hey, du kannst doch gar nicht mal richtig vernünftig essen. Das Ding wackelt doch die ganze Zeit. Ja, aber jetzt läuft alles in die Flasche rein. Wenn du richtig dicke Kugeln hast hier, dann läuft's ja trotzdem hier auf deiner Hand. Es ist ja komplett bescheuert. Wer macht denn solche Videos? Endlich abnehmen, okay. Das ist, ja. Da bin ich am Start. Das muss man mitreden. Okay, die tut nicht Öl auf dem Boden, oder? Doch. Nein, was kommt jetzt? Nein, das ist, nee, ohne Witz, jetzt echt? Really? Das soll ein Lifehack sein? Ja, das damit sie abnehmen kann, während sie kocht oder was auch immer. Während sie kocht, die muss sich ja festhalten, da gibt's nichts mehr zu kochen. Alleine, wie sie das hier kippt. Klatscht da hinten noch so dran und alles. Hat das jemals jemand nachgemacht? Ja, wahrscheinlich machen das halt dann super viele Leute nach. Dumme Leute halt. Flaschenträger 3000. Okay, ist mich gespannt. Ja, hier, kennst du ja, ne? Da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen. Kriegst du die da weg? Unmöglich. Außer 3 Flaschen hier, 3 Flaschen da und wegtragen. Könnte sehr, theoretisch... Sehr kompliziert und sehr gefährlich. Zum Glück hat man Kordeln dabei. Mhm. Macht man hier so eine Schlauftechnik. Jo, also das ist wirklich so, wenn du so viel Zeit hast, dann hast du ein Problem. Ja, vor allem, wohin muss sie die tragen? Das ist ja bestimmt nicht... Ja, wenn die dir jetzt bis nach Istanbul trägt, dann okay, kann ich mir vorstellen, dass man die zumindest in eine Tasche tut, fertig, aus Ende. Hund richtig ablenken. Man kennt's, man will den Hund duschen und der haut ab. Aber kommt wieder dieses Ding von vorhin. Ah, okay, ja, interessant. Ja, vielleicht kaufe ich mir das doch. Da kommt Hundeessen rein. Da wird abgelenkt, aber auch das dauert ja nur 5 Sekunden, bis er das weggesteckt hat. Es gibt ja eine viel bessere Methode. Die Methode wäre ja, die Tür zuzumachen. Sonnencreme, Rudi. Ah, ein neuer Darsteller. Mhm. Jo, wer reibt dich denn so viel Scheiße da auf die Haut? Das ist doch bestimmt noch nicht mal Sonnencreme. Das ist doch keine Sonnencreme. Das ist doch Farbe oder was? Was ist denn das für Creme? Aber sie hat einen Lifehack. Sie macht die Creme einfach in diese Flasche. Und urplötzlich ist sie flüssig. Es gibt keine Sonnencreme, die so aussieht, oder? Nee, das gibt's nicht. Das ist doch wirklich weiße Farbe. Das ist doch zum Lackieren von Straßen. Wenn du Sonnencreme kaufst, es gibt so viele verschiedene Versionen. Gibt's ja schon welche, die sind Sprays. Ja, selbst wenn sie kein Spray sind, sind sie ja nicht so. So, das ist, die Situation gibt es gar nicht. Die Situation ist komplett fiktiv einfach. Und die geben das hier wirklich als einen Tipp raus. Die Sache ist, die haben auch immer so Gegenstände so parat. Stell dir vor, ich bin jetzt gerade mit irgendeiner Dame am Strand und denk so, ach scheiße, Sonnencreme ist ja viel zu matt und dunkel und weiß und was auch immer so. Und ich denke so, da steht vielleicht gar keine Sonnencreme und sonst was. Und sie so, ich habe eine Flasche dabei. Da ist gar nichts drin gewesen. Mhm. Nur Wasser. Und da können wir das rein tun. Cosplayer aufgepasst. Pro-Tipp. Ja. Sie wieder, ne? Hat nicht funktioniert mit dem Öl, mit dem Abnehmen. Dann nimmt man einfach Folie. Das ist bestimmt sehr gut für die Haut, dass sie dann auch atmen kann unter so viel Frischhaltefolie. Aber jetzt kommt Mimi. Und zwar da. Hast du diesen einen Frame gesehen? Was sehen wir da hinten? Eine Klammer. Das ist einfach hinten festgeklammert. Die verarschen uns. Ach so. Ja, wusste ich ja gar nicht, dass sie uns verarschen. Das ist einfach eine Klammer hinter gewesen.
endlich kann ich zu Hause auch baden jetzt. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, du nimmst einfach eine Plastikbox, stellst sie in dein Wohnzimmer. Füllst sie erstmal. Und wie füllst du die, dass du halt tausendmal hin und her läufst und die mit voll mit Wasser machst? Und dann kannst du dich da reinsetzen, diese viel zu kleine Box. Wie dreckig muss sie gewesen sein, dass das Wasser jetzt schon so grau ist? Das ist ja gelb. Wie viel Urin muss sie im Körper gehabt haben? Ja, vielleicht war es auch kein Wasser, das sie hin und her transportiert. Vielleicht hätte die einfach rein uriniert die ganze Aber Zeit. Aber wer macht denn sowas? Welcher erwachsene Mensch macht denn sowas? Ja, ohne Witz. Außer er dreht ein YouTube-Video und heißt... Svetlana. Svetlana? Ja, das wird ja in Osteuropa hergestellt, diese Videos. Ist das ein osteuropäischer Name? Svetlana. Stimmt, oder? Das sagt ihr. Was ist ein osteuropäischer Name? Svetlana geht klar? Oh ja, okay, dann okay. Okay. Obwohl ich mir Julia Büdixer gut vorstellen könnte gerade. No front gegen sie. Julia, probier das doch mal bitte aus. Ja, mach mal. Ja, es ist so unsatisfying. Ich habe auch einfach schlechte Laune. Ich habe gerade noch was richtig Cooles aufgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich einfach abgrundtief Scheißlaune. Ja, das war's. So, ja. Noch eins gucken. Noch eins? Habt ihr noch eins gemacht, ja? Mhm. Noch mal so vorbereitet, ja? Auf gar keinen Fall, Digga.